Das war schon ein entscheidender Moment, nach dem Attentat das erste Mal wieder in den Boxclub zu gehen. Schaltet einfach hier oben alles ab und ich kann mich einfach auf meinen Körper konzentrieren. Ich habe mit meiner Trainerin auch gleich gesprochen. Es hat mich unglaublich viel Kraft gekostet, da auch hinzugehen. Und habe sie dann beiseite genommen und gesagt, du, da war gerade ein Attentat in Deutschland. Ich habe das überlebt. Okay. In Halle sollen Schüsse gefallen sein. Die Stadt hat eine Warnung über das Katastrophenschutzsystem Katwarn abgesetzt. Es ist der 9. Oktober 2019. Der Tag, an dem ein Rechtsextremist in Halle eine vollbesetzte Synagoge und den Imbiss Kiezdöner angreift. Im Hintergrund habe ich dann Schüsse gehört und Schreie. Ruf meinen Bruder an und es, hier ist Anschlag passiert. Ich bin so augenblind gerannt. Wie die Polizei bei Twitter mitteilte, wurden nach ersten Erkenntnissen Personen getötet. Es werde mit Hochdruck gefahndet. Ausnahmezustand. Zwei Menschen sterben. Zwei werden schwer verletzt und Dutzende traumatisiert. Der Attentäter hat uns eigentlich aus dem Leben geschossen. Wir haben Leben vorm 9.10. und wir haben Leben danach. Wie hat der Anschlag ihr Leben verändert? Und welche Spuren hat der Terroranschlag vom 9. Oktober 2019 bei den Menschen hinterlassen? Dass ausgerechnet an diesem Tag die Synagoge angegriffen wird, ist kein Zufall. Es ist Yom Kippur. Die Gemeinde aus Halle hat internationale Gäste eingeladen. 52 Menschen begehen gemeinsam den höchsten jüdischen Feiertag. Yom Kippur ist der jüdischen Tradition nach der Tag, an dem wir uns auf uns selber besinnen, an dem man fastet, an dem man in sich kehrt, mit sich selber auseinandersetzt. Es gibt spezielle Regeln am Yom Kippur. Darf man zum Beispiel nicht arbeiten, darf man nicht telefonieren, darf man nicht mit dem Auto fahren, aber darf man auch nicht essen, nicht trinken. Es gibt schon stundenlanges Beten, man fastet und dann kommt diese Torahlesung. Und wir wurden in dieser Torahlesung unterbrochen von lauten Knallgeräuschen draußen inklusive Rauchschwaden. Sie sind mitten im Gebet, als eine Splittergranate über die Mauer geworfen wird. Ein 28-jähriger Mann aus einem kleinen Ort in Sachsen-Anhalt will sie alle umbringen. Er versucht, mit selbstgebauten Sprengsätzen und Waffen in die Synagoge einzudringen. Ein Freund von mir, der hatte noch im Kopf, dass da hinten noch zwei Türen sind. Und er springt auf und rennt nach hinten. Und mein einziger Gedanke war, der stirbt jetzt nicht alleine. Ein Teil hat die Eingänge verbarrikadiert. Jemand anders oben hat dann angefangen, Bettlaken zusammenzubinden. Ich dachte schon, dass das antisemitischer Natur ist. Aber ich hätte mir nicht denken können, dass da jemand ist mit einem ganzen Waffenarsenal, der versucht, uns umzubringen. Ehrlich gesagt, wenn man mich vor dem 9. Oktober 2019 gefragt hätte, wo ich einen Anschlag erwarten würde, wäre ich davon ausgegangen, dass es in einer der großen Gemeinden passiert. München, Berlin, Frankfurt. Durch die Überwachungskamera am Eingang sehen die Menschen in der Synagoge, was draußen vor sich geht. Leider, wir haben gesehen, dass als Ergebnis von dieser Schießerei jemand auf dem Boden lag. Jana L., die in der Nähe wohnt, trifft vor der Synagoge auf den Attentäter. Sie spricht ihn an, er schießt ihr mehrfach in den Rücken. Jana, die eine Passantin auf der Straße war, die die Situation verkannt hat, die die Gefahr der Situation nicht richtig einordnen konnte und die vor allem diesen Täter konfrontiert hat, wie er versucht hat, ihn
das Gebäude, auf dieses Gelände einzudringen. Und er hat sie erschossen. Wir treffen Christina Feist in Paris. Wenige Monate vor dem Anschlag ist sie für ihre Doktorarbeit hierher gezogen. Ich möchte nicht sagen, ich bin ein komplett anderer Mensch, das stimmt nicht. Ich glaube, die Essenz ist quasi immer noch die gleiche, aber ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung von diesem Attentat. Zurück nach Deutschland, das ist für sie seitdem nicht mehr vorstellbar. Boxen per se hat mir eigentlich das Leben gerettet, wenn es um das Trauma geht. Ich war dann auch sehr oft einfach in einer Dissoziation, wo alles irgendwie unecht gewirkt hat und ich gemerkt habe, ich bin gar nicht wirklich da. Avec le blocage. Und dann aber zum Boxen zu gehen, um aus diesem, wie soll ich sagen, diesen Schmauchspuren des Traumas aus Halle irgendwie auszubrechen. Selbst an Tagen, wo gar nichts geht, war ich immer noch beim Boxen. Und das gibt Halt, das gibt Struktur und gibt mir auch das Gefühl, dass ich zumindest einen kleinen Teil meines Lebens noch habe. Und ein konstantes, ich bin nicht hilflos, ich kann mich wehren. Der Mord vor ihren Augen, der Angriff auf 52 Menschen in der Synagoge, lässt auch Naomi Henkel-Gümbel nicht los. Ich komme aus einer Familie, die unter der Shoah gelitten hat. Bin in München geboren und aufgewachsen. Und bin nach Israel emigriert. Irgendwann habe ich mich dafür entschlossen, dass ich mein Kindheits- und Jugendtraum verwirklichen möchte und Rabbinerin werden möchte. Und das hat mich zurückgebracht nach Deutschland. Durch diesen Anschlag wird sie politischer. Sie unterbricht ihr Studium, auch weil sie nicht die Antworten, den Halt findet, den sie braucht. Religion ist für mich der Leitfaden in meinem Leben. Ich würde sagen, dass mein Glaube das ist, was mich darin bestärkt, Mensch zu sein und mir Zugänge gibt zu anderen Menschen. Mein Glauben, mein Ritual, meine Tradition leiten mich in meinem täglichen Leben. Warum sie den Anschlag am höchsten jüdischen Feiertag überlebt und Jana L. nicht, treibt sie um. Und auch Konrad Rösler lassen die Erinnerungen nicht los. Es wird immer ein Tag in meinem Leben sein, an dem ich mich erinnere. Es wird immer eine sehr unangenehme Erinnerung sein, aber auch eine, die mich in meinem eigenen Glauben bestätigt hat. Ich lehne Gewalt ab. Er ist am 9. Oktober 2019 im Kiezdöner, dem zweiten Anschlagsort. Mein Bruder ist hierher gekommen, um zu studieren. Und als ich dann mit dem Abitur fertig war, dachte ich mir, naja, gut, dann gehe ich halt auch nach Halle. Probiere es auch mal mit dem Studium. War dann aber nichts für mich. Also ich habe dann lieber gearbeitet direkt. Es war ein Tag, wo ich frei hatte. Stand am Tresen. Ich habe eher zufällig dann aus der Tür rausgeschaut. Und ich habe dann jemanden gesehen, der einen Helm auf hatte und halt militärisch aussah. Nachdem es dem Attentäter nicht gelungen ist, in die Synagoge einzudringen, zieht er weiter. Im Kiezdöner, wenige hundert Meter entfernt, schießt er auf Mitarbeiter und Gäste. Menschen, die er für Migranten hält. Ich weiß, dass ich irgendwie die Treppe vor Augen habe, um in den hinteren Ladenbereich zu gehen, zu rennen in dem Fall. Und habe dann bemerkt, direkt hinter mir ist eine Toilette, in der ich reinschaue. Und diese Toilette ist 1,50 Meter mal 1,50 Meter. Also es ist wirklich winzig. Und da habe ich mich dann drinne versteckt. Und in dem Moment habe ich dann halt auch so ein bisschen abgeschlossen, weil mir schon klar war, also wie es dann halt einem eben klar ist, da kommst du nicht mehr lebend raus. Er schreibt seinen Eltern eine letzte Nachricht. Im Hintergrund habe ich dann Schüsse gehört und Schreie und Rufe.
Er muss mit anhören, wie Kevin S. ermordet wird. Kevin, ein 20-jähriger Malergehilfe, der im Kiezdöner Mittagspause macht. İsmet Tekin findet den leblosen Kevin S. Gemeinsam mit seinem Bruder arbeitet er damals im Kiezdöner. Ich komme aus der Türkei. Ich lebe seit über 15 Jahren hier in Deutschland, auch in Halle. Halle ist wie meine Heimatstadt. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Alles war sehr schön, sehr multikulti und habe ich nie im Leben gedacht, in Halle sowas passiert. Also bis der Anschlagtag. Kurz vor dem Anschlag verlässt er den Kiezdöner. Wäre ich so 800-900 Meter gegangen, ruft mein Bruder an und hier ist Anschlag passiert. Ich bin so augenblind gerannt. İsmet Tekin gerät in den Schusswechsel des Attentäters mit der eintreffenden Polizei. Er versteckt sich hinter Autos und eilt weiter zum Kiezdöner. Ich bin reingekommen, habe ich gerufen, ob jemand noch da ist. Und dann habe ich nicht gemerkt. Dann war ich raus, wollte ich eine Zigarette anzünden. Habe ich hinter dem Kühlschrank Kevin gesehen. Bin ich gekommen, er war leider zu spät. Dann habe ich den Notruf angerufen. Ich konnte nicht reden. Das war also schrecklichste, schlimmste Tag meines Lebens. Was macht es mit einem Menschen, all das mitzuerleben? Sich in Todesangst verstecken zu müssen und nicht zu wissen, was draußen passiert. Ich hatte die ein oder andere Panikattacke, die damit verbunden war. Vor allem in Bezug auf schwer bewaffnete Polizisten. Da fühle ich mich sehr, sehr unwohl, weil sie dem Täter so ähnlich sehen. Und wenn ich irgendwo in einem Laden bin, habe ich am Anfang viel darüber nachgedacht, wie ich aus diesem Laden rauskommen könnte, falls jemand durch die Vordertür kommt. Für mich war das ein einschneidendes Erlebnis, was mich dazu gebracht hat, in meinem Leben Dinge zu verändern, die ich davor einfach hingenommen habe, weil sie vielleicht zu schwierig gewesen wären, zu ändern. Ich habe vor allem sehr in den Tag reingelebt, habe halt in meiner Arbeit nachgegangen und in der Freizeit habe ich halt gezockt. Konrad Rösler ist aus Halle weg und wieder näher zu seiner Familie gezogen. Schwer bewaffnete Polizei, Sondereinsatzkommandos. Bis zum Abend ist Halle am 9. Oktober im Ausnahmezustand. Bilder, die sich nicht nur bei den Überlebenden eingebrannt haben, sondern auch ins Gedächtnis der Stadt. Dirk Skripczak ist damals einer der ersten Journalisten vor Ort. Als wir mitbekommen haben, natürlich, dass das ein rechtsterroristischer Anschlag gewesen ist, dann hat dieses ganze Attentat eine völlig andere Dimension bekommen. Weil in dem Moment überlegt man natürlich auch, was passiert, was macht das mit dieser Stadt. Wenn man merkt, dass Polizisten, die man vielleicht doch hin und wieder aus dem öffentlichen Leben kennt, auf einmal auch eine gewisse Unsicherheit ausstrahlen. Das macht dann auch etwas. Es war so eine Art gespenstische Geisterstadt. Ich glaube, dass dieser Anschlag bei uns allen das Verständnis dafür geweckt hat, dass niemand sicher ist. Also wir wissen alle, das kann überall passieren. Wir wissen ja auch, dass der Täter sich Halle ausgesucht hat, weil die Synagoge einfach am nächsten war. Widersdorf, 15 Kilometer von Halle entfernt. Widersdorf liegt in der Nähe von der A14 und liegt etwas abseits der Hauptstraße. Wir haben, ich glaube, irgendwo so zwischen 40, 50 bewohnte Häuser, Grundstücke.
mit vielleicht 70, 80 Einwohnern. Also sehr idyllisch, sehr klein, sehr dörflicher Charakter. Die Tat in Widersdorf hätte eigentlich gar nicht mehr passieren dürfen. Der Attentäter hatte einen plattgeschossenen Reifen und ist 15 Kilometer bis Widersdorf gefahren. Und es ist kein Polizist hinterhergefahren. Dagmar M. möchte anonym bleiben. Auf ihrem Grundstück versucht der Attentäter, ein neues Fluchtauto zu rauben. Nach dem Schusswechsel mit der Polizei hat er an einer Haltestelle erst Aftax I aus Somalia angefahren und rast dann weiter Richtung Osten. Jens hatte am 9. Oktober Nachtschicht und ich habe ihn von der Arbeit abgeholt, weil ich an dem Tag Urlaub hatte. Wir sind nach Hause gekommen, Jens wollte noch ein bisschen was im Garten machen und ich habe schon mal Essen gekocht, weil er ja abends wieder zur Nachtschicht musste. An der Hoftür trifft Jens Z. auf den Attentäter. Da Jens sich weigert, den Autoschlüssel herauszurücken, schießt ihm dieser in den Nacken. Ich wollte zu Jens hinlaufen und mit einmal habe ich wirklich auf der Nase gelegen und wusste nicht warum. Ist mir dann erst im Nachhinein bewusst geworden, dass das durch diesen Druck vom Schuss war, dass es mir da eigentlich die Beine weggehauen hat. Dann wollte ich aufstehen und da hat der Attentäter mir, was ich damals noch nicht wusste, dass es eine Waffe war, im ersten Moment ins Gesicht gehalten, hat abgedrückt. Ich habe dieses Klick gehört. Das Rohr von dem Teil, das war im Prinzip riesig. Schwer verletzt lässt der Attentäter das Paar liegen und zieht weiter. Dann hat Jens mich gefragt, ob ich mein Handy da habe. Dann habe ich die 110 gewählt. Ich war mehrmals in der Warteschleife bei diesem Telefonat. Hab dann gesagt, was passiert ist. Und ich habe gefühlt 20 Mal meinen Namen sagen müssen, den Ort des Geschehens, was passiert ist. Mehr als 10 Minuten dauert das Telefonat. Währenddessen raubt der Attentäter in einer benachbarten Werkstatt ein Taxi, flieht über die A9 und verursacht kurz darauf einen Unfall. Auf der B91 bei Zeitz wird er festgenommen. Am nächsten Tag folgt auf Entsetzen und Fassungslosigkeit die Trauer. Es war nicht nur die dunkelste Stunde in meinem politischen Leben, sondern generell in meinem Leben. Weil so etwas Schlimmes kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Die Zeit des Nationalsozialismus, aus der der Holocaust auch hervorgegangen ist, ist nicht vom Himmel gefallen, sondern sie ist über Jahrhunderte hinweg das Ergebnis einer antisemitischen und teilen auch rassistischen Entwicklung eines Volkes. Vor dem Kiezdöner und der Synagoge drücken hunderte Menschen ihr Mitgefühl aus. Uns war wichtig, dass man sich solidarisch zeigt mit den Angehörigen und mit den Opfern und dass man ein Zeichen gegen den Hass setzt. Und dann hat meine Nachbarin ein altes, ausrangiertes Bettlaken von ihrem Sohn geholt. Und dann wollten wir etwas darauf schreiben. Irgendetwas, was unsere Solidarität und uns unser Entsetzen über die Tat ausdrückt. Eine überwältigende Solidarität, die der jüdischen Gemeinde in dieser dunklen Stunde etwas Licht bringt. Was ich damals gemerkt habe nach dem Anschlag, am gleichen Tag kamen erste E-Mails, dann kamen Briefe, Facebook-Nachrichten, meistens E-Mails mit Solidarität. Ich war nie sehr optimistisch vor dem Anschlag, was die Situation in Deutschland betrifft. Und nach diesem Anschlag, trotz diesem Anschlag, also ich habe gedacht, die absolute Mehrheit ist auf unserer Seite. Die Konsequenz aus dem 9. Oktober 2019 ist für mich, dass
ich als Ministerpräsident die Verantwortung habe, dass der Staat für die Sicherheit des jüdischen Lebens sorgt. Auf der anderen Seite stellt sich für mich immer die Frage, warum ist das überhaupt notwendig? Ist es nicht schlimm, dass ein Staat für Menschen, die ganz normal zu unserer Bevölkerung gehören, immer gehört haben, eine besondere Schutzbedürftigkeit entsteht? Und das ist das, wo eine gesamte Gesellschaft gefordert ist. Nach dem Anschlag kommen Fragen auf. Warum hatte die Synagoge am höchsten jüdischen Feiertag, an Yom Kippur, keinen Polizeischutz? Es hat natürlich viel Kritik auch an der Polizeiarbeit gegeben und auch viele Fragen. Also, dass ein Täter in Halle so offen operieren kann, dass er über Minuten herumballert und nicht gestoppt wird. Dass Polizeieinsatzkräfte vor Ort waren in der Ludwig-Wucherer Straße und ihn dann am Ende haben laufen lassen, das spricht natürlich nicht dafür, dass die einen guten Job gemacht haben. Das muss man ehrlich mal sagen. Auf der anderen Seite, keiner wusste genau, was sich dort abspielt. Und ganz offensichtlich waren die Polizisten, die als Erste vor Ort waren, auch nicht darauf vorbereitet. Kritik wird auch laut am unsensiblen Umgang der Polizei mit Überlebenden aus Widersdorf und der Synagoge. In der Verarbeitung einer traumatischen Erfahrung, gerade auch bei einer Gewalterfahrung, ist vor allen Dingen die Reaktion des Umfeldes maßgeblich dafür, wie eine Erfahrung eben verarbeitet werden kann. Das kann dazu führen, dass man das Gefühl hat, ein zweites Mal zum Opfer zu werden, also eine sekundäre Viktimisierung zu erfahren. Das heißt, die Personen, die als Erste am Ort, am Tatort sind, das ist häufig die Polizei, das sind häufig Einsatzkräfte, die spielen eine maßgebliche Rolle dafür, wie dieser Tag verarbeitet werden kann und wie auch dieser Tag dann im Nachgang wahrgenommen wird. Ab dem nächsten Tag hieß es nur noch der Anschlag von Halle. Und das ist etwas, was uns Widersdorfern aufgestoßen ist. Bei uns war kein Politiker in Widersdorf, um irgendjemandem die Hand zu schütteln, um sich das anzusehen, wo da was passiert ist, was da passiert ist. Das Attentat hat unser Leben komplett verändert. Es ist nichts mehr so, wie es früher war. Schlafen kann man nicht wirklich. Und wenn man nicht von den Schmerzen wach wird, dann wird man von den Bildern im Kopf wach. Arbeiten können Dagmar M. und Jens Z. bis heute nicht. Die ganzen Versprechungen, die gemacht wurden, da ist eigentlich gar nichts eingehalten worden. Es wurden einem nur Steine in den Weg gelegt. Krankengeld wurde zwischendurch monatelang gar nicht bezahlt. Das Versorgungskrankengeld, das kam auch manchmal monatelang gar nicht. Dadurch, dass ich ja gar nicht mehr mit meinem Bein in die Badewanne gekommen bin und wirklich, ich habe ein halbes Jahr draußen mit dem Eimer geduscht, weil ich nicht in die Badewanne gekommen bin. Es war Winter. Es hat keinen interessiert. Und der weiße Ring, der hat dann den Umbau bezahlt. Die haben auch den Treppenlift bezahlt. Jens und ich, wir möchten einfach nur eine Anerkennung durch das Opferentschädigungsgesetz. Damit würden sie eine kleine finanzielle Unterstützung bekommen. Auch für Ismet Tekin ist die Zeit seit dem Anschlag ein andauernder Kampf. Das Leben dreht sich 100% andersrum. Die, was früher ist, alles hat sich ausgelöscht. Die Träume, die Ideen, die Hobbys, die Benehmung, die Kraft, alles. Der Kiezdöner ist heute der Teekiez. Nach dem Anschlag läuft der Imbiss schlecht. Nur wenige Gäste trauen sich noch herein. Auch Grit Weigmann, die wenige Meter entfernt ein Stoffgeschäft betreibt und den Anschlag miterlebt hat, fällt es schwer, den Imbiss zu betreten. Weil mir bewusst war, was dort passiert ist und der Raum noch genauso aussah wie vorher. Und auch wenn man jetzt nicht direkt dabei war, man immer das Gefühl hatte, man möchte eigentlich, dass die Räume saniert werden. Und vorher
kann man den Raum eigentlich nicht mehr betreten. Und meiner Tochter ging es genauso. Wir haben hier viele Sachen probiert und versucht. Mit dem Dönerladen nicht geklappt. Dann haben wir ein neues Konzept erstattet als türkische Frühstückscafé. Und das hat auch nicht geklappt. Und deswegen haben wir als Geschäft aufgehört. Doch İsmet Tekin gibt nicht auf. Auch, weil er die Erinnerungen an Kevin S. und Jana L. wachhalten will. Jetzt ist ein Gedenkort, Erinnerungsort, Treffpunkt, Veranstaltungsort, Bildungsraum. Der schönste Raum in Deutschland. Jedes Stück, jede Ecke hat eine Bedeutung. Unterstützt wird er von der ehrenamtlichen Soli-Gruppe 9. Oktober durch Spenden und die mobile Opferberatung. Warum ist es wichtig, diesen Ort zu erhalten, dass wir uns begegnen können, dass wir uns austauschen können und auch gemeinsam ja, die Zukunft gestalten können und auch darüber hinaus darauf einwirken können, dass wir eine solidarische und demokratische Gesellschaft werden? Das hat mir sehr viel Kraft gegeben und ich konnte nicht von hier weggehen. Da sind wir Familie geworden. Heute ist der Tekiez in Trägerschaft des Friedenskreis Halle. Wird vom Bund gefördert, zumindest bis 2025. Wie es dann weitergeht? Ungewiss. Ich muss weiterkämpfen für eine schöne Zukunft, für Gesellschaft, Volk, für unsere Kinder, für unser Land. Im Hof der Synagoge steht heute ein Denkmal. Es ist die Tür, die den Schüssen des Attentäters standgehalten hat. Dort gibt es zwei weiße Blätter oder silberne Blätter. Mit Namen Jana und Kevin. Das sind zwei Menschen, die ermordet wurden. Dann gibt es noch zwei grüne Blätter. Die symbolisieren Ehepaar im Saalkreis, die schwer verletzt wurden. Und dort gibt es 52 auch grüne Blätter. Das sind wir, diejenigen, die in der Synagoge gewesen sind. Und die Tür hat uns geschützt, uns gerettet. Bis heute sprechen die Mitglieder der jüdischen Gemeinde Halle nur wenig über den Anschlag. Und doch hat er das Gemeindeleben für immer verändert. Inzwischen stehen jüdische Einrichtungen in Sachsen-Anhalt rund um die Uhr unter Polizeischutz. Vor allem aber steht die Gemeinde im Zentrum des Gedenkens der Stadt Halle und des Landes Sachsen-Anhalt. Der Ort, an dem der rechtsextremistische Anschlag begann. Mit einer Schweigeminute wird jedes Jahr am 9. Oktober die Trauerfeier eingeleitet. Jeder kann zu diesem Ereignis etwas sagen und jeder weiß mitunter auch, wo er sich in dem Moment aufgehalten hat. Ich glaube, das ist auch zumindest ganz wichtig, dass man diesen Tag so in Erinnerung behält. Und auch am Tekiez treffen sich die Menschen, selbst organisiert und eng vernetzt mit Angehörigen und Überlebenden anderer rechtsextremistischer Anschläge. Danke, dass ihr alle sich heute bei dem Nasewetter gesammelt habt. Der Tag hat Halle tatsächlich verändert. Da merke ich auch, da versetzt es mir richtig einen Stich ins Herz. Und da merke ich, dass ich ein bisschen aufgeregt werde. Und da spüre ich eben einfach, dass ich diese Nähe hatte zu diesem Tathergang. Und das ist mehr als nur etwas gehört oder im Fernsehen vielleicht mal in der Berichterstattung gesehen zu haben. Ich denke, es ist jetzt ein Teil von Halle.